Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wir stehen immer noch vor meinem Lagerturm. Der erste Pfeiler hier von meinem Lager. Und eventuell ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, ich habe jetzt auf der 8 das hübsche Dingens hier liegen, anstatt diese Stützen. Denn ich habe mal kurz getestet und wie es aussieht, plops, funktioniert das. Das ist ja natürlich noch besser, das ist ja viel einfacher als ich dachte. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur hier hinten noch einen andocken. Dann hier nochmal einen andocken. Und hier oben. Zack. Und dann sollte das hier eigentlich laufen, oder? Dann müsste das ja hier unten reinfließen. Zack, zack, zack. Hin und her. Und dann kommt es da oben raus. Hätten wir das erste Ding, was wir dann rauslassen können. Und das Ganze würde ich jetzt noch zweimal bauen. Und das wäre dann nur für die Eisenbarren erstmal. Und genau, das Ganze könnte man dann mit verschiedenen Sachen auch so machen. Dass man dann immer eventuell dann auch so drei Auslaufdinger hat. Jetzt gucke ich gerade mal, wie ich das mache. So, einmal drehen. Drehen, 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 drehen. So. Das Ganze würde ich hier dicht an dicht bauen. So. So. Das wäre jetzt hier für das... Für das Eisen. Dann könnte man natürlich, ich meine, klar, ich brauche hier einen Zufluss, dass das da reinläuft in die. Dann würde ich hier freilassen. Zwei Stück würde ich hier freilassen. Dann würde ich hier drei hinbauen. Da müssten die dann weichen, was ja jetzt nicht so schlimm ist, weil das kommt ja dann eh darüber. Und dann nach hinten weiter würde ich das dann ausbauen. Ich denke, das könnte so funktionieren. Und ansonsten, ja, ihr kennt das Spiel, alles wieder umstrukturieren, ne? Alles umstrukturieren. Ich meine, das wird noch ein paar Mal passieren bei mir, dass ich hier Sachen umstrukturiere. So, ich brauche jetzt erstmal auf jeden Fall Eisenplatten. Was Kupfer steht. So viel Kupfer brauchen wir gar nicht. Ist auch alles voll wahrscheinlich hier mit Spulen und Blechen und sonst was. Aber es eigentlich nie wirklich brauchen. So, hier sollten noch mehr als genug sein, ja. Das ist wunderbar. Das nehme ich gerne mit alles. So, klatschen wir uns die Taschen schön voll damit. Und dann zurück. Ah, guck mal, wie schön das aussieht. Doch, doch, ich glaube, das wird was. Ich glaube, das wird dann ein bisschen besser. Das wird wahrscheinlich noch nicht wirklich optimal und das könnte man natürlich alles viel, 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 viel besser machen. Aber ich bin auch nicht derjenige, der hier voll der Profi ist. Und wie ihr wahrscheinlich eh schon gemerkt habt, bin ich einfach nicht. Und will ich ehrlich gesagt auch nicht sein. Ich baue so, wie ich bauen mag und wie es mir halt gerade Spaß macht. Und wenn ich Sachen optimieren kann, so für mich, sehe so, okay. Das war scheiße, was ich da gebaut habe. Genau wie das da oben. Und die sind alle kacke geworden. Was habe ich gemacht? Genau, ich baue einfach so, wie ich gerade Bock habe, wie ich mag. Und ja. Nein, hör doch auf mit dem... Was ist mit dir? Bist du blöd? Entschuldigung, das ist so direkt Frage, aber... Wir haben mal fragen dürfen. Ich muss den drehen, okay. Dann habe ich den irgendwie versehentlich verdreht. Naja, passiert. Aber gut zu wissen, dass man ihn drehen kann. Wusste ich jetzt nämlich bisher auch nicht. Wieder was gelernt. So. Die sitzen aber alle richtig, oder? Ja.
Gut. Dann. So. Da rutscht der immer einen runter, der Dummkopf. So. Perfekt. So sieht es doch gut aus. Wie viel Luft lasse ich nach hinten raus? Dies ist eine gute Frage. Ich würde in der Mitte vielleicht sogar 3 freilassen. Ich überlege gerade, wie ich das baue. Wenn ich hier 3 freilasse, dann hier drüben weiter bauen, dann hätten wir wieder 1, 2, 3. Dann wären wir hier. Das wäre eigentlich immer noch gut. Das wäre okay. Dann könnte ich nämlich so nochmal so einen Turm hier hinsetzen. Dann hätten wir 3 in der Mitte frei. Dann habe ich jetzt gerade überlegt, dann könnte ich ja rein theoretisch die nächsten so rumbauen. In die Länge. So, dass das dann da rausfließt. Das wird mir, glaube ich, platztechnisch. Wie lang ist denn so ein Container? Ah, ein Ticken über ein. Mit dem Dingern hinten draußen ein bisschen länger nochmal. Sind wir auch schon bei 2. Locker. Ah. Und dann da runter. Das könnte schon... Nee, ich glaube, ich baue die alle der Länge nach. Mal schauen auf 9. So. Dann hätte ich hier 1, 2, 3, 3 frei. Hier. Und dann machen wir nur 2 breit frei, das reicht ja dann. Ne, doch 3 breit frei mache ich so. Dann können wir hier 1, 2, 3. Ich glaube, das geht so. Ne, die will ich mal nicht nehmen. Genau, dann machen wir 3 breit in der Mitte frei. Und dann baue ich das Ganze, was ich dann hier drüben hinbaue, also diese Türme, die baue ich dann hier auch nochmal. So, das wäre jetzt so mein erstes Lager. Dann hätten wir insgesamt 8 Stück, 8 Türme. Mit jeweils diesen Kammern, wo dann jeweils dann 3 Linien rauslaufen würden. Da würde ich jetzt halt Eisen auf jeden Fall erstmal machen. Eisen und Kupfer. Betonsäcke könnten wir dann einmachen. Jetzt schaue ich gerade mal, was haben wir denn noch? Schwefel, ich glaube Schwefel geht. Also brauchen wir glaube ich nicht so für die Barren und so. Also es gibt keine Schwefelbarren, gehe ich mal von aus. Das Rohquarz. Müssten wir gucken, wie viel wir von diesem... Quarz, Sand und diesem verarbeiteten Quarzzeug, was wir da machen, ob wir das dann einlagern. Davon können wir Barren machen, auf jeden Fall. Das müssen wir noch abbauen. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall mal 4 Stück. Das, das, das und das. Die 4 von 8. Da hätten wir noch 4 frei. Für das eventuell nochmal 1 bis 2 Stück, je nachdem, wie viel wir davon brauchen. Hätten wir, selbst wenn wir jetzt 2 hätten, hätten wir immer noch 2 frei. Das heißt, wenn uns irgendwas ausgeht in Form von Eisen, wir brauchen noch mehr Eisen, könnte ich wieder so einen Turm füllen. Ich glaube, das könnte wirklich funktionieren so.
Ich hoffe, das reicht einfach nur platztechnisch. Mit den Lücken hier. Dass wir da... Also ich lasse hier immer diese Lücken, damit ich dann die Zuläufe legen kann. Ja? Damit ich jetzt nicht hier hinten... alles irgendwie da mittig lang und keine Ahnung, sondern lasst, das kann ich ja dann hier irgendwie durchlaufen lassen. Also 2-2. Die kann ich dann irgendwie hier unten lang legen und dann zack da rein. Und den einen von da hinten, ja gut, den muss ich halt doch irgendwie vielleicht außen rumlegen. Auch nochmal. Hier, ich will das nicht alles durch die Mitte laufen lassen. Die Mitte will ich frei halten für die Türme, dass das dann da ähnlich wie dann bei dem runterläuft. Es läuft dann aus dem Turm runter. Und dann in die Mitte und von dort aus geht es dann raus. Und selbst da können wir ja dann noch mit diesen Erhöhungen, die wir haben, können wir das ja dann auch so doppelt und dreifach lagig hoch machen, dass die Sachen übereinander rauslaufen und dann sich draußen dann halt in alle Richtungen verteilen. Ja, doch. Doch. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen mit meinem Gestammel halbwegs irgendwie verständlich erklären können, dass man versteht, was ich meine. So. Wie habe ich die jetzt? Ich habe die jetzt 5 hoch, ne? Kann ich das mit denen auch? Nee, den kann ich das nicht. Drei. Vier. Fünf. Zwei. Drei. Vier. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Gut. Und der nächste. Eisenstangen sind Ausgang. Uiuiui. Und dann ist ja eigentlich nur die Kunst, mehr oder weniger erstmal, die Dinger zu füllen. Ja? Also wirklich so hardcore mit Ressourcen zu versorgen, dass die immer schön bis Anschlag voll sind. Und das hinten halt, dass dann halt oben alles rausgeht. Und an die Produktionsstätten. Aber dass die halt nicht leer laufen. Dass da immer schön ordentlich Puffer drin ist in den Lagern. Wenn wir dann doch merken, also hier bin ich falsch, wenn wir dann doch merken, es wird irgendwie, es leert sich, dann muss man halt doch nochmal ran. Wir haben keine Stangen, scheiße. Ätzend. Jo, dann würde ich sagen, muss ich welche von Hand herstellen, mal eben schnell, ne? Wir produzieren hier halt einfach zu lame. Dann machen wir das doch einfach. Dann hole ich mir eben schnell ein paar Eisenbarren. Und stelle einfach kurz welche von Hand her. Und das Ganze wird dann natürlich noch schön verkleidet nachher hier mit Wänden drumherum und so. Das ist dann das erste Lager. Vielleicht werde ich später auch die Lager ein bisschen anders bauen. Das weiß ich noch nicht. Hier los. Wieso läuft denn jetzt auf einmal alles leer? Ja, da geht's schon los. Das habe ich ja gar nicht mehr im Blick gehabt, dass das. Okay, davon haben wir noch massig. Also die versorgen gut, aber die werden ja sowas von leer gelutscht, gerade die schmelzen. Uiuiuiuiui. Ja, da ist dann natürlich gut, dass wir dann gleich produzieren. Vielleicht lege ich das dann schon mal gleich so um, bevor ich das Lager jetzt gleich weiter am Lager weiterbaue, dass ich schon mal die Bahnen dahin lege, weil den ersten Turm habe ich ja schon. Jetzt muss ich mal kurz hier Eisenbarren machen. Ja, das zieht sich jetzt halt wahrscheinlich wieder ein bisschen. Tut mir leid. Da müssen wir durch. Meine Taschen sind voll.
voll mit Gerümpel. Und wieder aussortieren. Das ist jetzt ja... Dass das jetzt aber so schnell leer gelaufen ist, hatte ich gar nicht mehr im Blick gehabt, ne? Eieiei. Jo, das wird sich jetzt aber ein bisschen ziehen, ne? Wir machen mal 100 Eisenstangen. Und wenn wir die 100 Eisenstangen haben, dann gucke ich mal, dass wir den Schmelzen da unten schon mal in Angriff nehmen. Und dass wir dann dass wir den ersten Turm schon mal befüllen mit Eisenbarren. Und dann werden wir halt die Produktionsstätten, also nachdem das Lager dann einigermaßen steht, wird es mit den Produktionsstätten dann auch nochmal umgebaut. Dass das dann besser ist. Dass wir da dann auch einfach mehr haben. Ach, guck mal, wir sind schon so weit. Ja. Dass wir das dann da auch ein bisschen einfacher haben, auf jeden Fall. Wird dann ähnlich wie ich das jetzt baue. Wie gesagt, vielleicht fällt mir noch ein besseres System für ein Lager ein. Oder ich sehe irgendwas in einem Video oder irgendwas. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare. Weist mich auf irgendwas hin, wie man das Lager vielleicht noch besser bauen kann. Da gibt es bestimmt zigtausend Varianten, die optimaler sind als das, was ich jetzt baue. Aber das ist so das, was mir jetzt gerade vorschwebt, was mir so eingefallen ist. Genau, und dann die Ressourcen, Eisenstangen, Eisenplatten etc., keine Ahnung, so mit diesen kleinen Grunddingern, die wir erstmal haben, die wir sowieso permanent brauchen. Die werde ich dann genauso auch in dem Lager irgendwo groß anlegen. Sammeln und von dort aus dann mehrere Bahnen runterlaufen lassen. Ich glaube mal so zwei Produktionsstätten und von denen versorge ich dann irgendwas, das funktioniert halt nicht. Das ist am Anfang mal machbar, wie ihr jetzt gesehen habt, am Anfang geht's und jetzt wird schon kritisch, jetzt fängt es schon an ins Straucheln zu kommen hier alles. Naja. Gut, wir müssen alles mit Strom versorgen. Damit hier überhaupt irgendwas passiert. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Und fangen wir mal da unten an. Mal den. Machen. Die setze ich jetzt einfach mal kurz hier zwischen rein. Machen wir so. So. Alles. Hier sieht eh alles kacke aus, kreuz und quer. So. Und so. Dann gehen wir von dem aus weiter. Aber jetzt ziehen wir nach da hinten. Das lege ich erstmal hier unten lang. Weil ich weiß nicht, wie ich das hier noch mit dem Verbauen, sonst steht mir das nachher im Weg. Ich schließe das jetzt einfach mal von hier unten weiter an. Kann ich hier noch da andocken? Ja. Cool. Reicht. So, dann ist das auf jeden Fall schon mal mit Strom versorgt. Gut, das heißt, die sollten ja jetzt eigentlich produzieren. Genau, die dampfen schon, die bohren. Da qualmt alles. Hier, du machst Eisenbarren, du machst Eisenbarren. Du machst Eisenbarren.
Und du machst Eisenbarren. Und ja, ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich am allerbesten... Ich sollte am besten gleich hier mit den Zweierbändern anfangen, damit das zügiger geht. Ich will jetzt aber nicht die ganzen verstärkten Eisenplatten auf den Kopf hauen dafür. Wie mache ich das jetzt hier? Ich glaube, hier gehe ich wieder normal runter. So eine Dreierbreite machen wir mal. Oder? Ja doch, das müsste okay sein, denke ich. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir da gehen müssen. Machen wir mal 7. Passt doch. Dann kann ich das hier schon mal anschließen. Ich hoffe, das klappt so alles, wie ich mir das vorstelle. Immer 2 in einen. Wie viel verstärkte Eisenplatten habe ich denn? Zehn, ist nicht viel. Produziert haben wir wahrscheinlich auch nicht so ultra viel, oder? Ah, ich fange jetzt erstmal. Ich kann die ja später austauschen. Jetzt bräuchte ich eventuell schon mal hier einen Fusionierer. Den will ich schon mal hier oben hinbauen am besten. Logistik war der, genau. Fusionieren, okay. So. Und so. Dann kann ich den direkt... Nein, nicht da, du Honk. Da. Und so. Und den kann ich da anschließen. Und den so. Gut. Soweit, so gut. Dann machen wir den hier direkt einmal so gerade runter. Und den anderen machen wir ziemlich dicht nebendran am besten. Schon zu. Ja, das passt doch. Klasse. So habe ich mir das doch vorgestellt, so einigermaßen zumindest. Hier. Den machen wir auch bis dahin. Dann machen wir... Ja, vielleicht fangen wir mit dem an. So. Ja, es gefällt mir nicht. Ich hätte das gerne ein bisschen... Nein.
immer ein bisschen unsicher, wie weit ich bauen muss, damit ich so eine schöne gerade Kurve hinbekomme. Ja, das gefällt mir jetzt schon wieder nicht. Da bin ich dann schon wieder zu weit, ne? Das heißt, ich hätte eigentlich nur einen länger müssen. Oder? So. Doch, nee, passt. So, okay. So. Einmal hier rum. Ich hätte einen enger machen können schon. Jetzt schon wieder kaputt. Schon dabei sind, kommen. Nein, okay. So. Ja, so geht das. So sieht es doch einigermaßen gut. Gut, dann fließen die jetzt doch da rein, oder? Können wir mal. Kann ja bestimmt irgendwie hoch. Das können wir ja bestimmt mal prüfen. Soll nicht runterfallen. Ja. Oh ja, es landet hier oben. Nice. Gut, das ist schön. Das freut mich. Mein Plan geht auf. Oh, ich muss hier. Oh Gott. Ja. Hat ja gut funktioniert. So, was ist jetzt schon wieder los? Warum? Was ist jetzt schon wieder mit dem Strom? Was ist jetzt schon wieder passiert? Eigentlich bin ich doch der Meinung gewesen, hier versorgt sich alles von alleine. Hä? Ist der Wasserdruck oder? Also Kohle ist vorrätig. Wenn ich das richtig sehe, verbrauchen wir ja nicht so viel, wie wir produzieren. Warum ist das jetzt abgeschmiert? Das verstehe ich halt nicht. Hier ist gar kein Wasser drin. Hä? Warum? Hier ist voll. Hier ist nichts. Was ist jetzt schon wieder mit dem scheiß Wasser? Rumfluch hier, aber jetzt füllt sich es wieder einigermaßen. Ja, also da muss ich auf jeden Fall ran. Also das, die kommen weg hier. Die gehen nach da unten und da kommt dann auf jeden Fall mehr Wasser pumpen. Und die Kohle wird dann auch nach da verlegt und so. Das funktioniert hier oben nicht. Hallo, schlappohriger Freund. Was geht ab? Ich mach nix. Dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Gut, das hier oben kappen wir jetzt. Und verlegen ist. Dann müsste ich hier oben aber noch mal zwei bauen. Das heißt, ich kann direkt hier kappen. Die baue ich danach da oben. Und dann lege ich das hinten rum. Da unten lang, oben in die Dinger rein und das läuft dann auch hier runter. Jetzt halt die Frage, ja doch, hier ist noch Platz genug, ich wollte gerade sagen, jetzt die Frage, kriege ich da noch ein weiteres Band verlegt, aber hier passt es durch, ja. Genau. Gut, dann haben wir das nämlich ziemlich dicht gebaut, so wie ich mir das vorgestellt habe, der nächste würde hier lang laufen, hier rein. Dann hätten wir noch genug Platz, dass wir von da oben hier irgendwelche Stützen bauen können, die dann irgendwie so ein bisschen darüber führen, in die Mitte und von der Mitte aus dann rausfließen. Das sollte platztechnisch hinhauen.
Gut. Alles klar, läuft. Dann müssen wir das hier jetzt mal kurz unterbinden. Können wir direkt hier anfangen. Ich baue das jetzt hier häppchenweise ab. Einfach nur so. Das hetzt ja keiner. So. Gut, die weichen auch. Die hauen auch ab. Das Ding haut ab, das muss weg. Jo, mein Inventar ist schon wieder voll. Vielleicht sollte ich gleich mal ein paar Sachen wegschmeißen. Kann ich die Kisten hier nämlich dann leer machen? Was ist das hier? Fliegende Kiste? So. Gut, die werden jetzt nicht mehr versorgt. Was natürlich ein bisschen schlecht ist. Würde dann einfach schon mal, da wir ja da oben produzieren. Das mal. Ah. Bau das Ding ab, was ist hier? So, zack, zack, zack. Genau. Und jetzt würde ich einfach von da oben erstmal so provisorisch, ganz hässlich, die Dinger hier anstöpseln. So. Soll ich das jetzt erstmal kurz machen? So, einmal. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Zack. Hoch hier. Das jetzt hier irgendwie am halbwegs hässlichsten. Hässlich wird es definitiv. Oh je. Je. Ich glaube, ich mache das erstmal so. Ja, ich glaube, ich baue die erstmal da runter und von dort unten ziehe ich sie dann irgendwie hoch. Ich glaube, das macht am meisten Sinn gerade. Guck mal. So, einmal. Ja, und zweimal. Das ist dann der äußere da. Der andere kommt in den inneren. So. Passt doch. Ja, den müssen wir so ein bisschen legen. Ultra hässlich. Naja, egal. Hauptsache ist, dass die Produktion einigermaßen weiterläuft, erstmal. Wie gesagt, das wird nachher auf jeden Fall ganz anders verlegt und schön gemacht. Die werden eh alle umgesiedelt, da hinten die Fabriken und Konstruktoren und was weiß ich, was da alles ist. Aber meine Idee funktioniert soweit schon mal. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Sehr, sehr schön. Wie sieht es hier aus? Ich kann wieder ein paar Sachen mitnehmen. Mache ich gleich mal kurz meine Taschen leer oben im Lager. Dass wir hier die ganzen Kisten mitnehmen können. Sonst platzt mein Radar da oben irgendwann vor lauter Kisten. So, haben wir hier schon ein bisschen mehr Platz. Ich bin zufrieden soweit erstmal. Gut, mehr geht nicht. Kurz Taschen leer machen. Dann können wir das hier oben auch gleich alles abbauen. Dann haben wir die ganzen Straßen hier oben auch nicht. Was hier oben noch dann hinkommt, keine Ahnung, sehen wir dann. Erstmal nichts wahrscheinlich. So, was kann ich denn jetzt da reinschmeißen? Was habe ich denn jetzt im Überschuss dabei? Erze. Erze ohne Ende. Die schmeiße ich jetzt gerade mal alle hier rein. Aber das habe ich, glaube ich, noch oben. Da, die Dinger brauche ich auch nicht. Machen wir es da, zack. Noch irgendwas, was ich loswerden will.
Das behalte ich mal erstmal noch. So, ja. Sollte erstmal genügen. Jetzt haben wir wieder ein klein bisschen Platz. So. Machen wir die Kisten kurz weg. Sonst vergesse ich das nämlich nur wieder. Das lasse ich mal stehen, sonst habe ich die Taschen nämlich gleich komplett voll mit Erz. Ja. Aber ich mache die Dinger hier weg. Allerdings erst in der nächsten Folge, weil ich sehe gerade, wir sind schon wieder drüber. Genau. Fassen wir mal kurz zusammen hier. Es funktioniert, was ich mir ausgedacht habe, oder? Was meint ihr? Ich finde, das sieht erstmal halbwegs gut aus. Da kriegen wir dann noch jetzt den dritten Turm gleich befüllt. Dann haben wir hier schon mal unser Eisenbarrenlager. Genau. Und wie gesagt, das machen wir dann noch mit Kupfer und mit dem Betonsäck und so weiter und so fort. Das, was ich schon angekündigt habe. Und dann ziehen wir das hier viermal hoch. Und dann machen wir das Ganze hier auch nochmal viermal hoch. Und dann können wir das dann aus der Mitte rauslaufen lassen. Die hinteren. Genau, so habe ich mir das erstmal vorgestellt. Dann hätten wir schon mal ein erstes großes Lager. Und ich glaube, das wird ganz cool. Das wird ganz gut funktionieren am Anfang. Bis wahrscheinlich in 20, 30 Folgen. Und dann werde ich feststellen, dass es viel zu klein ist. Mal gucken. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir da weiter, ne? Also, macht's mal gut. Bis dahin. Ciao.